Es gibt kaum etwas, was so sehr mit der Kirche assoziiert wird, wie das Anzünden einer Kerze. Das wird oft als das Kerzenopfer bezeichnet. Aus diesem Namen können wir die Bedeutung der Kerze ableiten. Es ist ein Opfer, was der Mensch erbringt. Zum einen ist dieses Opfer für Gott. Gott braucht von uns eigentlich nichts, denn er verfügt über alles. Nichts, was wir Gott bringen könnten, kann er irgendwie verwenden. Dazu heißt es in der Apostelgeschichte: Gott lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas bräuchte. Er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Dennoch möchten Menschen ihre Liebe zum Herrn irgendwie zum Ausdruck bringen. Aus der Liebe zu ihm möchten wir ihm etwas geben, etwas opfern. Und diesen Wunsch drücken wir mit einer Kerze aus. Orthodoxe Kerzen bestehen aus Wachs, einem natürlichen und reinen Brennstoff. Denn unser Wunsch ist es, Gott das Beste zu opfern, was wir haben. Zum anderen ist die Kerze eine Spende für die Kirche, denn Kerzen zum Aufstellen in der Kirche werden auch in der Kirche gekauft. Indem man für die Kerze etwas spendet, unterstützt man die Kirchengemeinde, welche das Geld für Reparaturen der Kirche, Heizung, Strom und so weiter verwendet. Das ist gerade in orthodoxen Kirchen ein wichtiger Aspekt, denn diese beziehen keine Kirchensteuer und werden nur durch Spenden der Gemeindemitglieder finanziert. Deswegen ist es unüblich, in der Kirche Kerzen aufzustellen, die man woanders erworben hat. Hierbei ist besonders zu beachten, dass die vielen Kerzen in den Kirchen auch eine Kehrseite haben. Der bei der Verbrennung entstehende Ruß setzt sich an den Wänden und Ikonen ab. In manchen Kirchen wird das hingenommen und die Gemeinden müssen die Wände und Ikonen immer wieder putzen und restaurieren. In anderen Kirchen werden die Kerzen draußen aufgestellt oder in speziellen Nischen, die mit Dunstabzugshauben ausgestattet sind. Manchmal gibt es in Kirchen getrennte Kerzenständer für Lebende und Verstorbene. So gibt es in den meisten russischen Kirchen einen speziellen quadratischen Kerzenständer vor dem Kruzifix, wo für Verstorbene gebetet wird. Bei Kerzenständern vor anderen Ikonen betet man hingegen für die Lebenden. Aber diese Trennung ist nicht obligatorisch, denn bei Gott sind alle lebendig. So trifft man in vielen anderen Kirchen nur einen Kerzenständer, wo man Kerzen für Lebende und Tote parallel aufstellen kann. Meiner Meinung nach kann man Kerzen für alle Menschen aufstellen, also auch für Nicht-Orthodoxe oder sogar für Nicht-Getaufte. Wir beten in der Kirche beim Gottesdienst zum Beispiel für die Regierenden unseres Landes, von denen ja auch nicht alle orthodox sind. Aber dazu gibt es keine eindeutige kirchliche Bestimmung und es gibt Priester, die da anderer Meinung sein können. Ob und wie viele Kerzen man in der Kirche aufstellt, bleibt jedem selbst überlassen. Man kann eine Kerze anzünden. Man kann aber auch eine kleine Pilgerfahrt durch die Kirche machen und vor jeder Ikone eine Kerze entzünden. Wichtig dabei ist jedoch zu beachten, dass die Entzündung einer Kerze keine magische Funktion hat. Die Kerze ist nur ein symbolisches Opfer für Gott. Aber wir können vor Gott nicht fordern, dass er uns etwas dafür zurückgibt. Wir können Gott um Hilfe bitten, wenn wir eine Kerze anzünden. Doch es bleibt ihm überlassen, ob und wie er auf unsere Gebete antwortet. So zählt es zum Beispiel zum Aberglauben, wenn man versucht, mit Kerzen irgendein Ritual auszuführen. Manchmal bekommt man von Menschen seltsame Ratschläge. Zum Beispiel, zünde in 7 Kirchen jeweils 7 Kerzen an und du wirst von deiner Krankheit geheilt. Doch so funktioniert unsere Beziehung zu Gott nicht. Daher ist es das Wichtigste, beim Aufstellen einer Kerze unsere Gebete zu sprechen, uns mit Gott zu unterhalten. Kerzen sollen am besten entweder vor oder nach dem Gottesdienst angezündet werden oder zumindest am Anfang des Gottesdienstes. Wenn man mittendrin in die Kirche kommt und zu den Kerzenständern geht, lenkt es andere Menschen vom Gebet ab und stört den Ablauf des Gottesdienstes. Eine Kerze zündet man von einer anderen Kerze an. Von welcher ist egal. Wenn keine Kerze in der Nähe brennt, kann man die Kerze auch von der Öllampe anzünden. Sind auch diese aus, stellt man die Kerze einfach in den Kerzenständer. Sie wird dann beim nächsten Gottesdienst von den Helfern in der Kirche angezündet.
Es gehört ebenfalls zum Aberglauben, an der Brennart der Kerze etwas ablesen zu wollen. Ob die Kerze ausgeht oder hinfällt, gerade brennt oder flackert, knistert, schneller oder langsamer als andere Kerzen abbrennt, das alles hat überhaupt nichts zu sagen. Weder über eure Gebete, noch über Menschen, für die ihr betet, noch über etwas anderes. Wenn eine Kerze hinfällt, wurde sie nicht fest genug aufgestellt. Wenn sie flackert oder ausgeht, kommt durch die Fenster ein Luftzug. Wenn sie knistert, ist bei der Herstellung gepfuscht worden. Es spielt auch keine Rolle, ob man zuerst betet und dann eine Kerze aufstellt oder umgekehrt. Genauso ist es egal, ob man vor oder nach dem Anzünden der Kerze die Ikone verehrt. Zu manchen Anlässen hält man die Kerze während des Gottesdienstes in der Hand, zum Beispiel bei der Prozession vor der Osternacht, beim Sakrament der Krankensalbung und während Beerdigungen. Kirchenkerzen werden durch ein spezielles Gebet gesegnet. Herr, gieße deinen Segen auf diese Kerzen aus und weihe sie durch das Licht deiner Gnade. So wie diese Leuchter durch das sichtbare Feuer die Dunkelheit der Nacht vertreiben, sollen auch unsere Herzen durch das unsichtbare Licht deines Heiligen Geistes erleuchtet werden und von jeglicher Blindheit bewahrt. Meistens findet die Kerzenweihe am Fest der Begegnung des Herrn statt. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast vor aller Völker Angesicht, Licht zur Offenbarung für die Nationen und Herrlichkeit deines Volkes Israel. Kerzen, die man außerhalb der Kirche gekauft hat oder selbst hergestellt hat, kann man aber auch an anderen Tagen in der Kirche zum Segnen bringen.